Hallo. Menno Feldhuis. Yep. That's me. Vielen Dank für das kurze Interview. Oh, danke. Wir stehen hier in Brandenburg in der Bäckerstraße 38. Ja, das stimmt. Und wir beschäftigen uns ganz kurz mit einem Werk von Ihnen. Was ist das für ein Werk? Was stellt es dar? Ah, es ist eigentlich eine Statur, indirekt von mir. Es ist eigentlich mein Profil, nach hinten gedreht, als Buste. So wie im Park, so eine Ironie von der Statur, von mir selbst zwischen Bäumen. Genau. Oben steht noch ein Text, Forderung für kommode Begabung. Das heißt, man muss eigentlich alles aus sich selbst rausziehen. So. Ohne Ableckung. Dieses Werk ist eine Arbeit auf Papier. Auf Zeitungspapier. Zeitungspapier. Ja. Aus welchem Jahr stammt diese Arbeit? Dieses Jahr. Dieses Jahr. 2011. Ziemlich. Sie sind Potsdamer. Yep. Schufen Sie dieses Werk in Ihrem Atelier in Potsdam? Ja, genau. Schulstraße, gegenüber Spark. Deswegen die Grüne und deswegen die Statur. Und ja, eine leichte Ironie. Staturen verewigen eigentlich bestimmte Personen, die wichtig gewesen sind oder eine bestimmte Teilnahme an der Geschichte haben. Und ein bisschen Großmut, Narzissmus, sich selbst darzustellen als Statur. Andererseits hat es auch eine Vergangenheit. Das heißt, man existiert nicht mehr, deswegen haben sie sich verehrt. Das heißt, man guckt in die Zukunft und man guckt wieder zurück. Eigentlich ein bisschen Nietzscheans. Was er auch in seinen Geschriften immer hatte. Er guckte immer weit voraus und hatte dann eine Zeit zurückerlebt, aber noch nicht seine Zeit, so halbe Wege. So, das hat eine bestimmte Ironie und einen Dualismus. Und damit versuche ich etwas mit Zeit auseinanderzusetzen. Deswegen Zeitung, Malerei auf Zeitung hat was Zerbrechliches. Ja, eine Zerbrechlichkeit, Öl, schweres Kunstgeschichte, Farbe, die sich dann irgendwie ohne Präparierung auf eine Zeitung sich was löst und was Zerbrechlichkeit bekommt. Damit ist auch so von der Ironie, was die Kunstgeschichte in Ästhetismus angeht. So. Und thematisch, ja, hat es auch ein bisschen Ironie. So, es läuft dann Hand in Hand. Sie schufen dieses Werk mit Öl oder mit Aquarell? Mit Ölfarbe. Mit Ölfarbe. Mhm. Haben Sie da eigentlich bestimmte Vorliebe? Für eine bestimmte Ölfarbe, für eine bestimmte Konsistenz? Nee. Terpentinersatz, Ölfarbe, grün-blau, das war diese Phase. Der Trocknungszyklus bei der Verarbeitung dieser Farbe? Sehr dünn aufgetragen, das heißt, es arbeitet fast wie Acryl oder Aquarell. Nass in nass arbeite ich hier, so wenig Konturen. Das wäre eigentlich untypisch für mich, aber ich wollte eher so puderhaft malen. Das heißt, eine Detailgefühligkeit entwickeln. Es ist auf Zeitung, kleines Format und die Übergänge waren mir sehr wichtig. So, man suggeriert nur Kontur. Ja, ich wollte eigentlich nur ein Farbspiel haben. Schwämmig, fast wie trashig gemalt, nicht deutlich, alles so diffus fast. Und trotzdem, dass es ein Einde bekommt, es stark genug ist für die Betrachter und für mich. Ja. Man sieht hier in dem Werk Bewegung. Ja. Und trotzdem wird es auch zusammengehalten. Es hat was Romantisches, trotzdem. Ja. Und das Bild wendet sich ab von uns, wie ein Kämpfer. Mit Speer oder Lanze. Unfähig. Eingegraben in die Natur. Einsamkeit, abgeschlossen. Ja, genau. Genau. Und umrahmt von der Natur. Ja, die nicht dementsprechend aus Heilung oder aus Beruhigung wird. Auch wenn beide stillstehen, ne? Ja. Okay. Hey, danke. Danke, Menno Feldhuis. Merci. Brandenburg. 7.8.2011 in der Galerie Gustav Barsch. Startdate 345.
Spektrum 8, Gebiet Nummer 9. Beckerstraße 38. Danke. In dem wunderschönen Viertel. Danke, danke, Menno. Bis nächstes Mal.